Hallo und willkommen zu Teil 7. Heute häkeln wir Teile zusammen und häkeln die Nase vorne. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, wir häkeln jetzt schon mal ein paar Teile zusammen. Wir starten mit dem Frontteil und dem Seitenteil. Hier. Da musst du dann aufpassen, dass du das richtige Seitenteil hast, ne? Weil das muss ja dann so aneinander sein, ne? Okay. Dann legst du die Teile dann übereinander und verbindest sie mit Kettmaschen. Ist jetzt auch wieder schlecht zu zeigen mit der Kamera. Also lässt gleich am Anfang einen längeren Faden. Da können wir dann noch ein bisschen feiner vernähen und das Teil ein bisschen schöner zusammen dann verbinden. Okay, dann nimmst du dir das Teil, also startest immer unten. Schlecht zu zeigen vor der Kamera. An der Masche, die markiert wurde. Und holst du den Faden, eine Luftmasche, und dann verbindest nur die beiden Teile mit Kettmaschen. Bis oben hin zum Marker. Und dann lässt er auch wieder einen längeren Faden. Und dann kann man das noch mal ein bisschen schöner vernähen. Ne? Also einmal außenrum alle Teile mit Kettmaschen verbinden. So, ich habe jetzt alles einmal hier zusammengehäkelt. Dann kommt ja da dieser leichte Knick vorne, ne? Hier an der Tür hier, ne? Weil es ja hier ein bisschen schräg wird. Und jetzt häkeln wir die Bodenplatte an. Du hast jetzt hier die Bodenplatte mit markierten Markiert haben wir die 25 Maschen, also von hier bis hier, und die 27 Maschen sind dann dazwischen. Und hier an der Tür haben wir hier die 25 Maschen jeweils und an der langen Seite dann die 27 Maschen, ne? Vorne und hinten. Also muss das Teil dann praktisch so drauf gehäkelt werden. Also so drauf genäht und festgehäkelt. Also drauf. Dann einmal umdrehen, auf den Kopf stellen. So. Und dann einmal außenrum häkeln. Auch wieder mit Kettmaschen. Hier an der Front und am Heck sind die 27 Maschen und an den Türen jeweils die 25 Maschen. Einmal außenrum häkeln mit Kettmaschen und dann sehen wir uns wieder. So, und dann mit den Anfangsfäden, die wir immer beim Zusammenhäkeln gelassen haben, gerade das ein bisschen schließen, dass das so ein bisschen zu gut ist dann an den Ecken, ne? Okay, dann wird der Innenteil, der wird praktisch nach innen gedrückt. So.
Biene dann so auflegt, sodass die dann schön flach mit dem Boden abschließt. So, jetzt bevor wir das Dach schließen, hast du mehrere Optionen. Entweder du kannst einfach nur Efeu reinmachen, wie ich jetzt so, ja, unechtes Efeu. Das kannst du dann auch später reinmachen, weil du ja die Fenster offen hast. Also kannst du das jederzeit rein drauf machen, wie du magst. Oder du machst Sitze aus Styropor. Da habe ich dann Styropor mit Servietten umwickelt und so zusammengesteckt. Einmal eine Sitzbank und dann die passende Lehne dazu. Das Ganze ja dann so zuschneiden, wie dein Pharma-Truck ist, also wie die Maße für deinen Pharma-Truck sind. Also dann entweder das Efeu reinmachen. Oder dann die Sitze reinkleben. Wenn du ein bisschen Farbe mit reinbringen willst, ne, da kannst du ja wirklich tolle Servietten nehmen und die dann passend zu den fleischfressenden Pflanzen dann hinten von der Farbe her, ne, bekleben bzw. einpacken. Ne? Und du kannst dann auch noch ein Lenkrad machen, wenn du das magst, mit einem Pfeifenreiniger, mit einem schwarzen. Da brauchst du einen Pfeifenreiniger, dann formst du dann zu einem Kreis und dann machst du die Streben so rein. So, und dann hier durch. Das ist ein kleines Lenkrad. Also ist optional, wie du das machen möchtest, ne? Das kannst du dann reinkleben an die Wand. Du kannst es bestimmt schöner machen und runder als ich jetzt. Und dann hier so an die Wand dran kleben. Du kannst dann natürlich auch, was ich auch pfiffig finde, eine Lichterkette reinmachen. Die kannst du ja dann auch immer durchs Fenster, entweder hinten oder von den Seiten dann wieder rausnehmen, zum einen ausschalten. Also kann man jetzt so rein und dann kannst du immer wieder rausmachen und wieder reinmachen, je nachdem. Durch das Fenster dann, ne? Also das bleibt dann dir überlassen, wie du das machen möchtest. Ist dann irgendwie ganz süß, wenn das dann leuchtet. Okay, also das kannst du dann machen, wie du möchtest, ne? Und dann solltest du dich für die Version entscheiden,
mit den Sitzen. Dann ist jetzt die letzte Möglichkeit, weil du musst ja dann reinkleben und dann ist ja dann auch da nichts mehr zu ändern, ne? Weil dann häkeln wir das Dach zusammen, also verbinden das Dach mit den Teilen. Ne? Auch hier wieder so auflegen und dann mit Kettmaschen starten in irgendeiner Ecke und arbeite Kettmaschen einmal außenrum. So, dann die Fäden noch vernähen und eventuell kleine Lücken schließen. Dann haben wir die Kabine fertig. So, jetzt nächste, beziehungsweise häkelst du das Teil vorne unter der Schnauze und die Schnauze zusammen. Dann legst du dann den Bodenteil so hin und verbindest das mit der Schnauze auch wieder mit Kettmaschen, ne? Immer hier die 24 auf der Seite und die 24 auf der anderen Seite. Und hier musst du dann später aufpassen, weil hier haben wir dann die 27 und hier die 24. Also hier, das ist dann vorne, weil das ist das schmalere Teil und das ist hinten, das ist dann der breitere Teil, ne? Also dann später kommt es dann so hier hin. Also zusammen häkeln und dann die Fäden vernähen und noch ein bisschen schöner hier zusammennähen. Ne? Jetzt stellst du die Kabine auf den Kopf. Die Front, ne, muss vorne sein und hier häkeln wir jetzt oder nähen jetzt die Schnauze an. Also ganz wichtig, dass du das vorne hast. Dann legst du dir was unten drunter. Ich habe jetzt das Styroporteil genommen, das hat genau die richtige Größe. Also kannst du dir ein paar Kartons oder irgendwas unten drunter legen, dass es auf die gleiche Höhe kommt wie das Teil hinten dran von der Schnauze. Und da ist jetzt dann wieder wichtig, dass du die 27 Maschen hier hast, ne? Und vorne sind die 24. Also der schmalere Teil. Ne? Also hier haben wir die 27 Maschen. Und dann kannst du das jetzt anhäkeln oder annähen, wie du das magst. Ich persönlich finde jetzt, nähen ist schöner, weil da kommst du überhaupt nicht richtig mit der Nadel hin. Aber du kannst es auch anhäkeln, das kannst du machen, wie du magst. Aber das ist ja eh dann der Teil unten drunter und das sieht man überhaupt gar nichts davon. Also deswegen also einfach mit ein paar Stichen hier. So verbinden. Du kannst 27 nehmen, kannst aber auch nur jede zweite nehmen und gerade verbinden. Ne? Ich mache das jetzt und dann zeige ich das nochmal. Okay, so sieht es dann fertig aus. Du kannst da auch die gebogene Nadel nehmen, da geht es vielleicht einfacher, aber ich habe jetzt auch die normale Nadel genommen, das ist ganz gut gegangen. So, jetzt legst du die Schnauze so auf dem Boden und vor die Kabine, ne? Und jetzt nimmst du Stecknadel und steckst die Schnauze vorne so fest, dass hier vier Reihen Platz sind, ne? Also 1, 2, 3, 4, ne? Das sind diese zwei. Und dann steckst du das mittlere Teil mit einer Stecknadel durch die Pappe durch und durch die Pappe vom Frontteil durch. Also praktisch ein bisschen befestigen, ne? Dass du jetzt weißt, so muss es angenäht werden. Und auch hier außen, dass es dann ungefähr hier so in einer Linie ist. Und es soll dann hier außen schön in der Ecke drin sein, ne? Also das ziemlich gleichmäßig dann so angenäht ist und hier dann auch und da kannst du dann da musst du dann die gebogene Nadel nehmen und da kannst du dann immer diese Glieder hier mit verwenden
immer von dem Teil dieses Maschenglied hier und von dem anderen dieses hier. Also immer so zusammen nähen. Und dann wirklich nur bis da oben hin, also so schön eng verbinden, dass es dann hier schön in der Ecke auch drin ist. Ne? Hier ist die zweite. Ja, hier sind die vier Reihen. Also die hier. Und das ist dann so ungefähr verbunden ist. Ne? Also dann immer annähen mit Stichen so. Und dann wieder zurück, dass man den Faden gar nicht sieht. Ne? Also so reinstecken und dann ein bisschen versetzt wieder raus und auf die andere Seite wieder rüber und wieder rein und wieder auf die andere Seite rüber und dass man den Faden nicht oben drüber sieht. Ne? Ich mache das jetzt gleich und dann komme ich wieder. Also das ist jetzt das mit dem Annähen ist jetzt nicht die schönste Arbeit. Ich mag das auch nicht so besonders, aber es ist ja zum Glück nur das kleine Teil hier. Also dann hier vorne noch nichts fertig biegen, das machen wir dann, wenn es angenäht ist. Weil es soll dann vorne ein bisschen, ja, das machen wir dann nachher, ne? Okay. So, geschafft. Also die Fäden dann vernähen. Hier oben am Dach kannst das vordere Teil, also hier oben ein bisschen reindrücken, aber das hintere Teil außen lassen. Ne? Dann ist es ein bisschen hier ein bisschen tiefer und hier ein bisschen höher. Ne? Das kannst du aber immer wieder variieren, also kannst wieder rausdrücken, wenn du magst. Aber ich finde es schöner, wenn das so hier vorne ein bisschen drin ist und dann hinten ein bisschen höher ist. Jetzt häkeln wir die Nase. Du machst eine Luftmaschenkette mit 28 Luftmaschen. Die erste ist wieder die Wendeluftmasche und arbeitest 27 feste Maschen zurück. Immer am Ende eine Luftmasche und wenden und das Ganze für insgesamt 14 Reihen. 14. Dann am Ende wieder eine Luftmasche und wenden. Jetzt machen wir wieder gleich eine Abnahme der ersten beiden Maschen, also die ersten beiden Maschen zusammen. Dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum Ende der Reihe und dann am Ende der Reihe wieder die letzten beiden festen Maschen zusammen abmaschen. Ne? Also wieder eine Abnahme und dann haben wir wieder 25 feste Maschen in der Reihe. Also wir haben am Anfang und am Ende je eine Abnahme gearbeitet. Und dann arbeitest du wieder eine Luftmasche und wenden. Und dann insgesamt 5 Reihen mit 25 festen Maschen drüber. Beiden zusammen. Eine Luftmasche und 5 Reihen mit 25 festen Maschen. So, jetzt hast du 20 Reihen. 20. Eine Luftmasche und wenden. Und jetzt arbeiten wir wieder eine Abnahme irgendwo in der Mitte der Reihe. Dann hast du 24 feste Maschen in der Reihe und dann arbeiten wir gerade noch mal eine Reihe mit 24 festen Maschen drüber. Also ich mache jetzt ungefähr hier die Abnahme
dann eine Reihe drüber mit 24 festen Maschen. Ne? Ende eine Luftmasche am Ende und dann 24 feste Maschen. So, jetzt haben wir 22 Reihen und jetzt arbeiten wir eine Luftmasche und eine runde feste Maschen außenrum. Und dieses Teil brauchen wir auch nur einmal, also das nicht zweimal häkeln und Papa dazwischen, sondern nur einmal häkeln. Also jetzt haben wir 21 feste Maschen nach unten. Da kann man dann die erste und die 21. Masche wieder markieren mit dem Maschenmarker. Und dann haben wir hier unten wieder 27 feste Maschen wieder in die kleinen Schlaufen der Luftmaschenkette. Vom Anfang dann wieder 21 Maschen hier nach oben, auch wieder die erste und die 21. Masche markieren und dann wieder 24 feste Maschen hier rüber und eine Kettenmasche in die erste feste Masche mit dem Maschenmarkierer. Und dann eine Luftmasche, einen Faden abschneiden und durchziehen und vernähen. So, dann kannst du dir wieder einen Zettel machen. Mit Nase 21, 27, 21 und 24 und die 21 einkreisen, weil da haben wir ja die Maschen markiert, ne? Okay, dann sind wir fertig für diesen Teil. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Tschüss!